Vom 16. bis zum 22. September findet auch in diesem Jahr wieder die Europäische Mobilitätswoche statt. Und am 19. September haben wir unser großes Ereignis auf der Bismarckstraße, wenn wir die Bismarckstraße wieder sperren für den Autoverkehr und gemeinsam daran arbeiten, dass wir den Radverkehr in Mönchengladbach besser machen, damit mehr Menschen mit dem Fahrrad unterwegs sind, alltäglich, in der Freizeit, ganz wie es euch gefällt. Und um ein bisschen zu erklären, was wir genau vorhaben, ist Frau Matar hier. Caprice Matar ist die Mobilitätsbeauftragte der Stadt Mönchengladbach und so ein bisschen auch das Gesicht natürlich hinter der Europäischen Mobilitätswoche. Frau Matar, was haben wir vor? Ja, die Europäische Mobilitätswoche ist immer so mein persönliches Highlight meiner Arbeit und ich freue mich auch in diesem Jahr wieder viele Bürgerinnen und Bürger begrüßen zu dürfen. Wir haben ganz unterschiedliche Aktionen für Kinder, für ältere Menschen. Wir haben den Senioren-Scooterpark, wo sie ausprobieren können, wie es ist, mit einem Rollator sich fortzubewegen, welche Hindernisse es vielleicht auch gibt, aber auch zu erlernen, wie man mit diesem sicher in einen Bus einsteigt. Für Kinder haben wir eine Warnwesten-Malaktion, damit man jetzt auch gerade in der dunklen Jahreszeit, die jetzt bald kommt, gut gesehen wird auf dem Schulweg oder auf dem Weg zur Kita. Wir haben einen Fußverkehrscheck, um einmal mal den Bürgerinnen und Bürgern zu zeigen, was man im Fußverkehr machen kann, wie wichtig es auch ist, zu Fuß zu gehen. Die Bürgerinnen und Bürger haben aber auch die Gelegenheit zu sagen, was vielleicht nicht so gut ist, wo wir als Stadt auch die Gelegenheit haben oder hoffentlich die Gelegenheit haben, kurzfristig was ändern zu können, verbessern zu können, um die Menschen motivieren, nachhaltig mobil unterwegs zu sein. Also, wir haben ganz viele Maßnahmen geplant, nicht nur in der Europäischen Mobilitätswoche zwischen dem 16. und 22. September und dem Highlight am 19. September auf der Bismarckstraße, sondern natürlich durch das ganze Jahr, um Fahrradverkehr in Mönchengladbach sicherer und bequemer zu machen, attraktiver zu machen. Und ich freue mich sehr, dass Edgar wieder mit dabei ist und wir gemeinsam eine schöne Woche der Mobilität hier in Mönchengladbach verbringen können. Kommt vorbei!